Schön, dass ihr wieder bei 7 Days to Die dabei seid. Wir befinden uns hier zu Hause. Wir haben ja beim letzten Mal hier den Raum da gebaut. Der ist jetzt aber auch soweit fertig. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, was ich herausstellen soll, weil dekomäßig gibt's hier ja nicht allzu viel. Und mich stört da auch der Schandfleck hier hinter, aber ich kann die halt nicht aufheben. Aber ich werde sie wahrscheinlich irgendwann nochmal zerstören und eine neue hinbauen, aber das definitiv nicht jetzt. Erstmal geht es so. Weitergehen wird's dann rein theoretisch hier unten weiter. Da hatten wir ja auch schon angefangen beim letzten Mal. Aber normalerweise wollte ich jetzt erstmal mit euch eine Quiz machen. Das Problem ist, ich habe es mal wieder total verpeilt. Wir haben gerade Nacht, der Trader hat zu. Daher würde ich Sorgen machen, wir zumindest bis der Trader aufhaut. Erstmal hier weiter, damit wir uns eine Quiz annehmen können. Weil ein bisschen Abwechslung brauchen wir auch mal. Deswegen. Ich bin nur gerade überlegen. Für mich ist es ein paar Tage her, wo ich aufgenommen habe. Was wollte ich hier unten bauen? Ich glaube den Chemieraum nicht. Da haben wir ja die Schmiede, ne? Die Schmieden sollten ja rein und dann wollte ich noch etwas bauen. Gerade überlegen. Chemietische haben wir, Werkbänke haben wir, Schmieden haben wir. Ah, ich glaube, so ein kleines Notfalllager noch. Und dann wollte ich ja noch eine Küche bauen, die soll aber später weiter runter. Oder besser gesagt, die glaube, sollte hier, glaube ich, weiter. Genau, dann kommen hier erstmal die Schmieden rein. Hier dann später noch so ein kleines Notfalllager, wo ich hauptsächlich Erz und sowas rein haben will. Aber eins hat dem anderen. Gut, ich würde sorgen, den mache ich erstmal weiter. Ich glaube, die Höhe passt so. Ah, das ist mir bloß halt, das wird halt eine unsymmetrische Tür. Geht aber nicht anders. Das heißt, die Schmieden brauche ich dann wahrscheinlich später. Ah, muss ich mal gucken. Ich wollte gerne eine Reihe Schmieden für Eisen, eine Reihe für Blei, eine für Stein und so weiter und so fort, eine für Messing. Erstmal muss dort Ganze hier erstmal weiter. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das bauen soll, aber... Das kommt noch, das kommt noch. Und halt den... Hat ja auch die gute Samu geschrieben, aber das hatte ich sowieso vor. Halt extra Kisten für... Das war schon nur... Mechanische Teile drin. In der Achsen sind nur elektrische Teile. In dem nächsten nur Eisen. Also quasi für jede Ressource eine extra Kiste. Das würde natürlich ein gigantisches Lager werden. Das macht das schon wieder Bing. Gerade erst angefangen. Wir kriegen schon wieder Besuch. Tut das Not? Darf man hier nicht einmal arbeiten, ohne dass was ankommt? Ich glaube, das reicht schon. Ja, warte mal. Ich glaube, ich bin schon... Ja, gut, ey. Ich bin schon viel zu weit hier. Macht das hier erstmal Stück für Stück. Damit ich hier nicht wieder durcheinander komme, mache ich das wirklich Stück für Stück jetzt. So, so lang... Wie gesagt, aber jetzt erstmal nur bis der Trader wieder aufhört und den erstmal die Quest. Es muss ja umgehen. Habt ja bloß leider mal wieder total die Zeit verpeilt. Nach der letzten Folge hat der Grot erst die Nacht angefangen. Das geht so natürlich auch nicht. Aber wir müssen auch draußen noch ein bisschen was bauen. Wie gesagt, ich möchte gerne noch Aloe Vera Felder. Dann hätte ich gerne diese Schneebären noch auf dem Feld, wenn man die anpflanzen kann. Das weiß ich gar nicht. Was fehlt uns denn noch auf dem Feld? Da muss ich jetzt echt mal überlegen. Ich möchte jede Pflanze, die es in 7 Days gibt, gerne einmal auf dem Feld haben. Aber ich weiß gar nicht, was ich da alles habe. Ich muss noch meine Küche durchgucken und mir echt mal ausschreiben, was noch fehlt. Oh, Kaffee, Yucca, das haben wir ja schon. Aloe Vera fehlt noch, das weiß ich. Schneebeere fehlt noch. Ich weiß aber nicht, ob noch mehr fehlt. Da muss ich wirklich gucken. Und ob das jetzt reicht, weiß ich auch noch nicht. Ehrlich gesagt. Sehr schön, jo. Aber erstmal. Gut, hier erstmal weiter. Aber damit nicht wieder so ein Chaos entsteht, wirklich Stück für Stück. Ich glaube, ich kann aber auch gar nicht viel weiter raus, wegen, ja, Trader. Gut, ist jetzt im Moment so, jetzt komplett von vorne anfangen will ich aber auch nicht vor der Alpha 20, das lohnt sich nicht. Auch wenn die wahrscheinlich bestimmt noch ein halbes Jahr dauert oder noch länger, wer weiß das. Weiß auch heute so genau, wann die kommt. Und es ist doch schon sehr dunkel hier drin, ne? Seit dem letzten Update. Ist die überhaupt an? Ja. Sie... Bin ich hier richtig? Sieht so aus. Sieht so aus, gut. Den hier nochmal langzimmern. Jo, den hätte ich zumindest schon mal die untere Etage des Raums, wenn man so nimmt. Das muss ja noch weiter höher. Ah, gut. Man kann nicht alles haben.
Klar wünsche ich mir, es gäbe etwas mehr Deko-Möglichkeiten. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, wünsche ich mir auch in Minecraft. Da gibt es so gewisse Spiele. Da ist dekomäßig so viel möglich. Da frage ich mich natürlich, warum es nicht alle haben. Hier ist da schon wieder irgendwas. Komisch. Ah, ich glaube, der eine hier ist zu weit dran. Das ist nicht schlimm. Der muss ja eh Fußboden rein. Ja. Gut, ich glaube, ich mache auch erstmal den Fußboden, sonst komme ich hier komplett durcheinander. Das geht so natürlich nicht. Sonst komme ich hier echt komplett durcheinander. Ja, erstmal der. Ja, meine ich doch. Meine ich doch. Ich war hier schon auf dem Fußboden. Der muss doch auch, oder nicht? Ja. Meine ich doch. So, da geht schon wieder los. Ich weiß nicht warum, aber ich komme hier immer durcheinander. So, ich glaube, das wird zu schmal. Das wird zu schmal. Aber weiter rüber kann ich nicht. Oder? Ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, ich kann noch weiter rüber. Ich pflanze jetzt erstmal den Fußboden rein. So, Dongel. Einmal hier rundherum. Den sehen wir es. Aber das sieht schon sehr, sehr schmal aus. Ah, hier war zumindest schon mal richtig. Ja. Ist eindeutig nicht breit genug. Eindeutig nicht. So, so, hier. Gut, das da oben muss natürlich auch noch weg, aber ich meinte jetzt in diese Richtung. Das muss breiter. Das muss größer, sonst wieder nichts. Gut, aber eins nach dem anderen. So, dann mache ich erstmal den restlichen Fußboden hier fertig. Dann muss oben jetzt mal weg und dann kann man das Ganze später auch noch breiter ziehen. Da ist aber auch schon wieder... Ich habe schon wieder irgendein Erz unter. Aber gut, das ist mir jetzt wurscht. Ich grab hier jetzt nicht den ganzen Fußboden um wegen irgendeinem Erz. Da kommt jetzt Beton drauf und fertig. Ich wünschte bloß, ich hätte hier mal etwas mehr Licht. Ich hätte mal welche von diesen Bergbaulampen mit runternehmen sollen. Man sieht hier so schlecht. Ich glaube, ich werde mir gleich mal kurz, welchen Fußboden hier drin habe, welche bauen und hier hinstellen. Das hier so dunkel. Ist schließlich mitten in der Nacht. So, 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 so. Blei ist hier, okay. Das gute Blei. Davon haben wir ja mehr als genug hier bei uns. Auf jeden Fall muss es breiter. Das sind, glaube ich, auch die letzten paar Blöcke, die wir haben. Bin mir mal nicht ganz sicher. Aber die Nacht ist hier auch schon halb rum. Den passt das doch. Ja. Aus der Tat, ohne Licht ist sehr, sehr dunkel. Ich glaube, dass da oben werde ich eine Spitzhacke machen, weil ich sowieso mit dem Bohrer nicht ganz hochkomme. Und das Ganze muss definitiv, ich glaube, die Breite passt, aber weiter nach darüber, wenn es geht. Gut, aber ich werde einmal kurz nach oben laufen. Und zwei reichen ja schon. Die kann man ja wieder aufnehmen und umstellen, so ist das nicht. Damit ein bisschen Licht ins Dach gibt. Die Helmlichtmod ist leider sehr, sehr dunkel geworden. Warum auch immer. Vielleicht habe ich sogar noch welche. Müsste ich gucken. Ich weiß es nicht. Hat sich nichts reingeknüppelt, oder? Ich sehe zumindest nichts. Nö. Jut. Bergbaulähmchen. Wen denn habe ich sie hier drin? Nur, da sind aber keine drin. Gut. Hier auch nicht und da auch nicht, ne? Nein. Wie baut man sie denn nochmal? Warte mal. Okay, ich kann nur eine bauen. Aber eine reicht auch erstmal. Die Dinger sind ja extrem hell. Die heißen, glaube ich, Laternen. Genau. Geschmiedes Eisen habe ich. Streunwerfer habe ich. Drei Electrical Ports. Wie klebe ich? Ah, gut. Das kriegen wir hin. So. Drei Electrical Ports. Den waren das noch. Vier Klebeband und fünf Öl. Ah, Klebeband habe ich gerade ebenso. Vier Klebeband und Öl habe ich, glaube ich, hier, ne?
5 Öl. Mir geht mein Öl zur Neige. Da ist natürlich nicht so gut. Jo, den bauen wir sie was, ne? Eine reicht ja. Damit etwas Licht nach unten kommt. Laterne. Lange brauche ich dafür? 46 Sekunden. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Dann kann ich hier mal kurz, weil die ist. Die habe ich ausgeschaltet. Okay. Da ist natürlich nicht doll, ne? Auf die Dinger komme ich natürlich auch nicht wohl. Der macht noch Stahl. Der braucht noch genug Holz. Ah, gut. Mir geht das Eisen aus, ne? Ich habe überhaupt nichts mehr an Eisen. Der ist noch fleißig dabei. Der ist ebenfalls noch fleißig dabei. Der macht auch noch Patronenhülsen. Oh Mann, und das Messing geht mir auch aus. Und der ist auch noch fleißig dabei. Gut. Gut, gut. Ich muss demnächst wirklich, ob ich nur will oder nicht, eine Farmrunde einlegen. Zumindest für Eisen. Ich brauche da Zeugs. Aber nicht jetzt, nicht jetzt. So, das Gute ist an den Laternchen, die kann man jederzeit wieder aufsammeln, egal wo man sie hinstellt. Sogar außerhalb des Gebietsschutzblocks, wie ich festgestellt habe. Zumindest war es mal so, wenn sie es nicht geändert haben. Das weiß man ja nie so genau. Und weiter runter. Donge. Hier hin. Dann haben wir hier etwas mehr Licht. Ja, guck mal, viel, viel mehr Licht. Jo, sehr schön. Jetzt muss ich aber trotzdem erstmal das. Ja. Wie gesagt, mit der Spitzhacke dauert es nicht länger als mit dem Bohrer. Bloß die Ausdauer wird es auf Dauer nicht mitmachen. Aber jetzt erstmal. Aber vielleicht locke ich nicht so viele Schreierinnen damit an. Das wäre auch meine Idee. Oh, geht aber. Gut. So, steinmäßig dürfte es auch keinen Unterschied machen. Müsste genauso viel rauskommen. Haben wir ja sowieso mehr als genug im Moment. So. Ich glaube, ich hatte schon was rübergebracht, ne? Ah, hier muss noch. Ja, und der noch. Sehr schön. Dann zimmer ich jetzt erstmal hier lang. Was muss, das muss. Da sieht man schon, wie die Ausdauer zurückgeht. Leider selbst voll ausgeskillt. Reicht die Ausdauer für Eisenwerkzeuge auf Dauer nicht aus. Nur eine gewisse Zeit kann man arbeiten, denn ist man völlig erschöpft. Das ist der Grund, warum ich übrigens die meiste Zeit den Bohrer benutze. Da hat man das Ausdauerproblem nicht. Aber schneller geht's damit, wenn das ausgeskillt ist, nicht. Das geht mir der Spitzhacke genauso schnell. So. Ich mach das ja jetzt eigentlich auch nur mit der Spitzhacke, weil ich halt mit der höher komme als mit dem Bohrer. Da ist sie wichtig, Ausdauer. Aber gut, ein ganzes Stück geschafft. Das muss man sagen. Das kann man doch jetzt nicht abstreiten. So. Immerhin einmal rum, das ist ja schon mal was. Ich meine, gut, das muss noch eine höher. Da oben komme ich sowieso nachher mit dem Bohrer nicht mehr an. Aber, ja, gut, vielleicht schaffe ich das Stückchen noch mit dem Bohrer. Aber das da oben muss definitiv nachher. Mit der Spitzhacke. Gut, ich probiere es einfach mal. Dann brauche ich nicht ganz so viel machen. Dann habe ich nicht so die Ausdauerprobleme. Aber guck mal, wir haben schon 2:30 gleich. Nacht ist auch fast rum. Den postert. Vor allem, wie jetzt hier so eine Spalte entsteht. So. Hat irgendwie auch was. Ich meine, das bleibt so, nee, aber irgendwie hat das was. So. Aber oben das Stück, das muss dann wirklich definitiv in der Spitzhacke, naja.
Irgendwie sieht es merkwürdig aus, aber es hat was. So, hier denn noch einmal lang. Und der muss mal gucken. Ich setze oben dann erstmal Blöcke rein, aber ich glaube, das muss wirklich breiter. Aber es kann nicht sein, dass wir jedes Mal hier 3 Folgen brauchen, um einen Raum auszuheben. Oh, ein bisschen schneller muss es gehen. Das dauert zu lange. So. Den hier nochmal lang. Den haben wir da gleich wieder die Spalte, aber das ist nicht schlimm. Die kommt den auf weg und der muss das Ganze nur noch einhöhen. Und den muss ich mal mit der Breite gucken. Das Problem ist, ich weiß halt noch nicht genau, wie ich die Schmieden baue. Vor allem wird da jede Menge Leder bei drauf gehen. Unser schönes, gutes Leder. Für die ganzen Schmieden. So. Wie warum wir das hier gleich? Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. 6, 12, 18, 14. Ja gut, Stein kommt da wieder ein bisschen was bei zusammen. So, da oben meinte ich dann jetzt erstmal die Blöcke rein und dann muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Ah, so geht er nicht. Breiter muss das auf jeden Fall. Oder? Ah, bin mir nicht so sicher. Ich müsste das mal abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 5 oder 6, schwer zu sagen. 1, 2, das hier wäre 5. Das sind 5. Ah, es könnte hinhauen, wenn man hier in die Mitte Licht macht, dann ja die Schmieden rein. Die Frage ist nur, ist das breit genug? Ist das breit genug? Wenn hier jetzt 4 Eisen hinkommen würden, dann nehmen den 4 Stein. Das müsste ich echt abzählen, ne? Dann nehmen den halt 4 Blei und dann nochmal 4 Messing. Ich glaube, das wird weiter nach da müssen, aber eins hatte man dann. Ich muss es echt abzählen. Das wird sonst nichts. Jetzt müssen erstmal die Blöcke da rein. Eins nach dem anderen. So. Und ich werde wohl zwangsläufig irgendwann demnächst auch nochmal Autos zerlegen müssen. Wir haben keine Scheinwerfer mehr, die wir zwangsläufig brauchen für die Lampen. So, do den nochmal rein. Jo, Grafikbug. So. Sehr schön. Da denn nochmal. Ah, ich weiß, ich glaube, ich bin weg in fremde Seven Days auch gerade so ein bisschen. Ist ja eigentlich in erster Linie ein Survival-Spiel. Aber wir haben alles, was wir zum Überleben brauchen. Mehrfach bewiesen, wir können hier ohne Probleme überleben. Jetzt geht's nur noch ums Schönbauen, bis die Alpha 20 kommt. So, jetzt ziehe ich es mir außen rum. Oh, Stein kommt da echt eine ganze Ecke. Zack, zock. So, einmal hier rum. Oh, alles richtig? Sieht so aus, ja. Sehr schön. Jo. Da ist ganz, aber hier, ich sag nur Grafikbugs. Ändert sich wahrscheinlich gleich wieder. Jo. Ja, Junge, dann trink doch einen Schluck, Mensch. Wie oft soll ich denn noch sorgen? Das kannst du nach der Arbeit, Mensch. Schlimm immer dieses Gejaul nach Trinken, Mensch. Heute geht's. Sonst kriegen wir es hier nie fertig. Und den muss ich wirklich mal abzählen. Ich klatsche einfach Blöcke ran. Also Frames. Ein Frame ist eine Schmiede. So. Sonst wird das hier nie was. Aber zumindest haben wir gleich Tag. Haben wir die Nacht doch zumindest noch gewinnbringend rumgekriegt. So. Diese Spalte natürlich auch noch. Und da muss ich sowieso mal gucken. In der Mitte sollen die Lampen, damit ich es nicht später alles wieder freibohren muss. Kann ich ja die Löcher eigentlich gleich freilassen. Da muss ich aber echt mal gucken, wie ich das mache, damit es symmetrisch aussieht.
So, ich hätte gerne, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das passt. Warte mal, ich stecke das erstmal mit Frames ab, die kriege ich leichter wieder weg. Hier hätte ich noch gerne einen hin, hier sollte eine Lampe hin. Zack. Dann wieder hier, Lampe. Hier, Lampe. Passt, ne? Ah, dann passt das hier aber nicht. Warte mal. Hier würde es passen, aber hier nicht. Ich muss die Decke hier auch mitzählen. Okay, warte mal, da habe ich ein Zweier. Das heißt, hier müsste eigentlich die Lampe hin. Und da wäre ja auch ein Zweier, ja. Okay, warte, warte, warte. Der eine hier müsste einmal wieder raus. Tut mir leid, da habe ich nicht bedacht in der letzten Folge. So, dann haut es so natürlich nicht hin. Zweierlampen hatte ich immer Zweier, ne? Zweierlampe. 2-2, so, dann müsste hier wieder eine Lampe. Dann wird es hier in der Mitte aber nichts. Das heißt, da müsste wieder ein Zweier hin. Dann wird es hier blöd, okay. Was unsymmetrisch das Ganze gut wurde mal. Und wenn ich da 3 zwischen mache, Lampe, 3 zwischen, hier Lampe, 3 zwischen. Ja, so geht's, ne? In der Mitte Dreier und hier an den Seiten Zweier Abstand, das geht. So geil das Ganze hier. Gut. Soll ja schließlich symmetrisch sein, sonst sieht er nicht aus. Wenn ich einzelne haben kann, dann ist das schief. Unsymmetrie ist furchtbar. So. Der dahin. 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 Der frei. Dahin. So, ja, so geht das, so geht das. Da kommen dann nachher die Lampen rein. Wieder so wie gehabt mit hier oben weiß und halt an den Glasscheibe unter und so weiter und so fort. Gut, denn hier. So, jetzt muss man kurz überlegen. Hätte hier gerne an der Seite noch ein bisschen stehen, ja, aber Eisenschmiede, 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 Eisenschmiede. Ja. Dann hätte ich hier gern ein Zweier zwischen, damit es nicht so gequetscht aussieht. Und hier wäre dann Stein, 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 Stein. Und da sehen wir schon, es reicht nicht. Hier hätte ich dann wieder ein Zweier zwischen, das muss eine ganze Ecke weiter. Ja, warte mal, wenn hier Eisen ist, hier Stein, ich glaube, in diese Richtung ist nicht der Trader, ne? Ne. Ne, ne. Der Trader wäre da oben. Ich könnte hier also unbegrenzt weiter. So wäre es nett. Dass ich hier hinter vielleicht noch einen reinbaue für die anderen Schmieden. Der müsste hier aber, damit die Tür symmetrisch sitzt, Dreier zwischen. Dann wäre das hier quasi die Tür? Ja. Und dann wäre hier wieder ein Vierer, genau. Dann wäre das hier Eisen, Eisen. Stein, Stein. Hier ist denn eine Wand, genau wie da, das passt. Und hier hinter kommt dann noch ein neuer Raum. Jo, ich glaube, das wäre sogar die bessere Idee. Und hier ist keine Doppelwand, ne? Nein, gut. Guck hier. Überlegen hier denn so Kisten hin, aber das wird ein bisschen eng, oder? Obwohl, ne, ist eigentlich genug Platz. Na, so Kisten ran mit den Erzen so drin, also voll mit Eisen und Stein. Quasi, das ist der Notvorrat hier. Ja, das müsste gehen. Gut, denn müsste ich jetzt bloß mal gucken, wie ich das am besten mache. Ich hau hier einmal kurz, damit ich nicht durcheinander komme. Zwei rein. So. Weil hier ja noch die Blöcke in die Wand sollen. Also hier rein jetzt natürlich nicht, aber da soll die Schmiede rein. Aber quasi müsste hier jetzt ein Block hin. Zack. Da kommt die Schmiede rein. Ich muss aber mal gucken, wie ich es am besten mache. Da oben soll wieder eine Schräge hin. Darüber müsste wieder. Ich da zu weit gehauen oder? Wahrscheinlich, ja. Warte mal. Hier kommt die Schmiede hin. Da oben soll noch was darüber. Der Block müsste da hin. Dass ich quasi so zweier Schlitz hier frei habe. So. Ja.
Gut, erstmal rundherum, Block rein, damit ich hier nicht durcheinander komme. Door nochmal rein. Und hier. Door nochmal. Da haben wir wieder Blei. So. Da. Genau. Hier wird dann die erste Schmiede hinkommen. Das wird ja näher die Tür. Da oben soll ja auch noch was hin. Hier unten müsste definitiv noch rein, weil die können jetzt erstmal weg. So. Oh, hier ist nochmal die ganze Ecke Blei unter, wie es aussieht. So, dann würde das hier auch Wand werden, weil die Tür kommt ja daneben durch. Und da nochmal. Zack. So, da drin würden quasi die Schmieden reinkommen. Allerdings ist der ein bisschen void, da habe ich mies gebaut. Die Schmieden sollen ja quasi hier nachher draufstehen, hier. Und nicht da drin. Aber gut, das ist nicht schlimm, wohl dahinter müssen ja auch noch Blöcke, damit es gut aussieht. Zack, erstmal losweg. Bloß damit es nicht hinterher alles wieder aufbohren muss, wie wir es die anderen Räume gemacht haben. Das ist eine absolute Materialverschwendung. Brauche ich das diesmal gleich richtig. So, hier auf jeden Fall ein Block. Dornblock. Dornblock. So. Und da, Ubin, sollte Reuntheridisch die Schräge hin, die da. Ist sie richtig? Yep. Quasi genau. Und hier drauf sollte nachher die Schmieden stehen. Das wären die vier Eisenschmieden. Da kommen dann halt die Steinschmieden hin. Jetzt wähle ich aber erstmal, damit ich nicht durcheinander komme, hier einmal kurz die Wand reinziehen. Zock. So. Den einmal ordentlich wieder machen. Genau. Und da oben rüber auch. So. Den nochmal. So. Und das hier würde quasi die Tür werden in den nächsten Raum. Oh, hier ist ein bisschen Wasser. Da reicht nur eine Tür. Sehr schön. Ja. Yeah. Da muss ich dann mal gucken. Da muss ich ja eindeutig ein weiter nachher, weil ich ja sonst hier an die Blöcke rankomme. Das wäre ja doof. Und ehrlich gesagt, hätte ich denn gehen, das müsste ich echt. Eins. Der dahinter wäre zwei. Ja, ich müsste das quasi drei breit machen, weil die Schmieden gegenüber sollen hier genau gegenüber von der Wand. Aber eins nach dem anderen. Hier müsste ich dann quasi auch wieder erstmal das in der Mitte freilassen. Also ich ziehe erstmal oben rüber. Damit es gut aussieht. So. Und gleich macht auch der Trader auf. Sehr schön. Hier den erstmal runter. So. Dahin. Gut, die können jetzt auch erstmal weg. Da nochmal hin. Gut. Den nochmal da. Genau, und hier jetzt sowieso. Hier die Schmieden hin. Oben muss der nochmal weg. Hier müssen nochmal Blöcke hinter. Den hätten wir zumindest die zwei Orten von Schmieden schon mal da. Das war schon mal sehr, sehr schön. Bin aber ehrlich gesagt am Überlegen, weil wir brauchen ja sehr viel Eisen und vor allem sehr viel Stein, dass ich den Raum hier komplett zu Eisen mache. Und dahinter denn komplett Blei. Und dahinter denn nochmal, das wird quasi drei Räume in Folge bauen, nochmal Stein. Also quasi alles im Großformat. Wäre doch auch was. Wäre mal was Neues. Hier wird denen auf jeden Fall noch Blöcke rein. Ja, wäre vielleicht auch eine Idee. Gut, dann wird das hier komplett Eisen. Zack. Wo kommen wir ja da? Geschmiedetes Eisen, hier Stahl.
Und zwischendurch halt mal so andere Dinge. Gut, aber erst mal jetzt dieses Regen. Die kommen denn erstmal hier hin. Oh, Trader macht auf. Hört man hier unten gar nicht? Ja. Der wird doch hier quasi die Eisenabtreulung. Das hier kann man zumachen und hier hinten kommt den die Kisten ran. Hier oben hätten wir denn Licht. Bloß Alex, ist das doof. Weil, wenn ich hier jetzt Kisten ranbaue, ist das wieder unsymmetrisch mit der Decke. Ehrlich gesagt, hätte ich die Kisten gern in der Wand, aber das haut den hier nicht hin. Das habe ich nicht bedacht. Wie mache ich das denn am besten hier? Aber die Kisten vorstellen ist Mist. Ah, ich meine, man könnte es auch da reinmachen, aber dann ist die Wand zu leer. Und es gibt keine Bilder, die man selber irgendwie an die Wand hängen kann oder so, ne? Ich glaube, ich werde hier einfach ausnahmsweise mal die normalen Kisten ranhängen. Auch wenn es jetzt nicht so schön ist. Der ganze Raum hält. Halt, ich kann es ja mal zeigen. Ein breiter müssen, das habe ich nicht bedacht. Guck mal, stellt euch mal vor, das sind jetzt Kisten. Wenn hier nachher die Kisten stehen. Ah, da natürlich nicht. Dann ist hier die Decke hier oben, guck. Dann wäre hier nämlich nur noch einer und da zwei. Das Mist. Das große Mist. Wenn ich das hier aber reinstelle, und hier hinter kommt der Gang, zack, dann sieht man die Kisten von der anderen Seite. Was aber ehrlich gesagt, das hier soll ja nur ein Durchgang werden, eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil man kann sie ja anmalen. Ne? Das hier wird ja eh noch angemalt. Da fallen sie gar nicht auf. Doch, das müsste gehen. Ich glaube, ich stelle die hier einfach in die Wand. Ja, das müsste gehen. Dann würde hier aber allerdings wieder normal Blocking. Ich male sie einfach an, um sie zu verstecken. Hier müsste aber allerdings normaler Block hin. So, so, den noch einmal. Das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Zack, 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 zack. Das würde eine Kisten... Na, nicht ganz. Hier würde denn auch normaler Block rankommen unten. Und oben lang für Shining auch nochmal. Hier werden jetzt mal keine Schrägen rankommen. Das hier ist schließlich ein Schmiederaum. So, hier würden normale Blöcke hinkommen. So. Genau wie oben lang nochmal und dazwischen denn die Kisten. Die aber nur wirklich rein für Eisen sind. Für nichts anderes. So. Sehr schön. So, du nochmal. Da, da. So, das wären die Kisten. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie ich das am besten mache. Eigentlich müsste bis hier. Also der eine hier ist schon zu viel. Der da. Damit das symmetrisch wird mit der Tür. Das sieht ja sonst ein bisschen doof aus. Aber ja, ich glaube, wir haben es gleich. So. Da müsste noch ein normaler Block rein, ja. Der eine hier. So, und das wären denn hier komplett Kisten. Da müsste ich, glaube ich, mal zählen, wie viele ich brauche. Ich stelle jetzt, glaube ich, erstmal Frames rein, quasi als Platzersatz, bis die Kisten fertig sind. Wohl, das wird wohl ein Weilchen dauern. Aber so passt es. So. Sehr schön. Dip, 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 dip. Jo, das gefällt mir sogar sehr gut. Da kann man sich nicht beschweren. Sehr schön. Ach, Steine gab es auch schon wieder ein bisschen. Denn quasi Kiste, also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das wären denn 16... Sind das hier mal 8? Ich habe 16 Kisten, also 16 Kisten nur für Eisen. Das müsste reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Ich würde es wahrscheinlich so machen. Obere Reihe Roherze, untere Reihe
das Geschmolzene. Und da es immer vier sind, passt das sogar gut. Hier oben komplett Roherze, hier unten die vier Stahl, die vier, nee, um das Rot andersrum. Hier Stahl, da geschmiedetes Eisen. Das müsste gehen, dann haut das hier oben auch hin, dann ist das symmetrisch. Sehr schön. Den müsste hier einfach nur noch das hier komplett Blöcke werden. Wird dann angemalt. Und den hätten wir zumindest unseren Eisenraum auch schon mal fertig. Ich weiß gar nicht, wann wir Horde haben, ehrlich gesagt. Ich habe vergessen, mir zu merken, 126 war das. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann wir die hatten. Aber ich glaube, das war 126. Cute. Den müssen wir an 132 wieder Horde haben. Ist ja gar nicht mehr so lange hin, du. Aber gut. Ich glaube, Munin Aulis hatte ich angesetzt. Nee, ich weiß es aber nicht mehr. Ich hoffe es. Repariert werden muss die Base aber auch noch. Du den nochmal? So. Das wäre es jetzt aber erstmal im Grüben, ehrlich gesagt. 60 Kisten, die sollte ich aber hinkriegen. Holz habe ich genug, Steine jetzt mittlerweile auch. Und die müssen dann halt bloß von der anderen Seite angemalt werden. Das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin, genau. Was wären denn die Schmieden? Und ehrlich gesagt weiß ich denn nicht, was ich hier hinbaue. Die Küche wollte ich hier hinten, oder? Mal gucken, was hier reinkommt. Vielleicht ein kleines Schildzimmer mit... Billardtisch kann man zwar selber nicht bauen, aber mit Glück kann man ihn vielleicht kaufen. Ich weiß es nicht. Mal gucken, da könnt ihr ja auch Vorschläge schreiben, was man hier noch so reinbauen könnte. Ich meine, alles Wichtige wäre ja schon fast. Sind ja nicht nur die Schmieden. Lager baue ich hier mit an die Schmieden ran, zumindest fürs Eisen und das. Vielleicht ein kleines Notfalllager für die Materialien, ja. Aber, und die Küche, die soll definitiv hier hinten hin. Ich möchte den Bunker gerne ein bisschen größer haben. In welcher Ebene bin ich hier eigentlich? Plus 10. Na ja, gut. Bin schon fast unten, ne? Bienenfass unten, gut. Den konnte das hier erstmal in Ruhe trocknen. Was ich jetzt aber allerdings noch ansetzen werde, ist die Kisten. Und ich werde kurz nachgucken, ob ich schon Munition angesetzt habe. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Sonst wird es ein bisschen knapp. Wohl, die Base muss ja auch noch repariert werden. Oh, das kann man ja lugi machen. Ne, das ist ja nicht das Problem. Der hier lüft. Ja, gut, der lüft immer noch. Der braucht jede Menge Schießpulver. Ja, also ich glaube, Muni habe ich. Der muss das Ding nur noch repariert werden. Sehr schön. Die Kisten brauchen einfach nur Nägel und Holz. Das weiß ich zufällig noch. Machen wir erstmal 16 Stück. Steine bringe ich gleich weg. Die Dinger hießen einfach nur Lagermöbel, ne? Genau. Sehr schön. Dann können wir die machen. Den brauchst du doch. Wunderbar. Bist du inzwischen mal fertig? Nein, nicht ganz. Nicht ganz, aber fast. Steine. Ich weiß nicht, ob ich hier was rausgenommen habe. Na, ein bisschen, aber das wird nicht reichen. Das ist doch ein bisschen... So. Da ist er wieder voll. Gut. Hier, Blei packe ich hier mal mit drin. So, dann bringe ich den Rest kurz rüber. Wir haben jetzt, wenn das da unten fertig ist, schon drei Lager. Das Schlimme ist, die kriege ich garantiert irgendwann voll. Das wird ja noch ein bisschen dauern. Hat die eigentlich noch Muni drin? Ja, ein bisschen hat sie noch. Gut. Gut. Stein da. Ach, guck, hier ist auch schon. Also Steinmangel haben wir so schnell nicht. Sehr schön. Sand, nein, es drüben zwar noch nicht voll, aber das bisschen packe ich erstmal hier rein. Ja, drüben ist voll, hier ist ein Viertel der Kiste voll. Also, ich glaube nicht, dass uns so schnell der Stein nochmal ausgeht.
Da. So, den werde ich jetzt mal beim Trader gucken, bevor ich es wieder vergesse. Wo, wie gesagt, ein bisschen Abwechslung muss auch mal sein. Die Kisten kann er dann in Ruhe bauen. Aber ehrlich gesagt, ob sich jetzt eine 5er lohnt, das ist noch so eine andere Frage. Mal abgesehen davon, wir kennen die Fabriken ja in- und auswendig, ne? Aber vielleicht haben wir eine schöne 4er oder so. Mal sehen, was er hat. Irgendwelche Aufgaben? 5, 5, 5, 3er? Ne. 5er dürfen alle Fabriken sein. Oh, in den Fabriken waren wir schon so oft. Ja. Dann ist die mit Sicherheit auch eine Fabrik. Ja. Und was ist die 3er? Wahrscheinlich auch nichts Dulles, ne? Mäh. Oh, das ist doch mies. Und wenn wir so einfach mal auf Luto gehen, ich meine, hier haben wir so ziemlich alles durch. Ja gut, aber auf Luto so bringen uns auch nichts, weil da wir kein Loot Respawn haben, da waren wir auch schon drin. Ich weiß gar nicht, warum ich es noch gespeichert habe. Dort ist das große Problem. Ich glaube, das ist der Schrottplatz. Wasserweg waren wir schon zigmal drin. Weiß nicht, wo es das hier ist. Footballfeld oder so weit. Kann aber auch eine Fabrik sein. Dort ist halt das mega Problem. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hast du denn zumindest ein Penner-Eintopf-Rezept? Verscheu dich nicht, ne? Aber gucken kann man trotzdem nicht schaden. Bam, bam, bam. Ich habe so ziemlich alles von ihm gekriegt, ne? Nur dieser dämliche Penner-Eintopf, der fehlt. Aber ich glaube, da habt ihr auch keine Lust schon wieder auf Fabriken, ne? Da waren wir jetzt schon so oft drin, ne? Echt. Und da gibt's sowieso nichts Interessantes, außer jede Menge Schemdüschen, die wir in Massen haben. Mö. Ah, zu tun haben wir ja noch einiges. Wie gesagt, müssen wir auch draußen noch was. Ich glaube, wir werden erstmal weitermachen. Vielleicht jetzt zur Abwechslung mal draußen bauen und nicht nur drinnen. Denn werde ich jetzt mal ganz kurz in eine Küche gucken. Wo bist du wirklich? Ich hab dich gehört. Gut geschrien hat sie, sonst hätte ich keine Rückler gehabt. Ja, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Hallöchen, hallo alleine. Das Robert-Koch-Institut auch mal wieder vertreten. Lange nicht mehr gehabt. Aua. Schweudi. Dort noch ein Spoidy. Der wurde angeschossen. Bleib doch mal stay, Mensch. So. Wo ist das schon wieder? So, ich hab die nicht gesehen, die Dorme, du. Ich hab die nicht gesehen. Aber gut, hat sich erledigt. Definitiv. Skibogen haben wir aktuell keinen. So, was ich jetzt mal gucken wollte, bevor ich es wieder vergesse. Hungrig, ja. Das sind Aloe Vera, die müssen definitiv aufs Feld. Die haben wir auf dem Feld. Die haben wir auf dem Feld. Ob ich sonst noch irgendetwas? Kaffee haben wir auch auf dem Feld. Dann müsste ich hier hinten mal gucken, die Kisten, die auch dringend aufgeräumt werden müssen. Oh, Aloe Vera. Gut, wir können von mir aus auch Baumwolle anpflanzen, auch wenn wir sie nicht brauchen. Aber Aloe Vera brauchen wir genauso wenig. Mal abgesehen davon, dass wenn zwei Felder... Das sind Bäume, hier diese Schneebären, das wären drei Felder. Aber ich glaube, das ist denn so ziemlich alles, ne? Mehr sehe ich da aktuell nicht. Und was wir halt dringend brauchen, sind anständige Munikisten. Das geht so natürlich auch nicht. Die könnte man aber auch unten in so einen extra Raum mit reinbauen. Genau. Ich werde gegenüber den Raum so einen kleinen Munitionsraum bauen, wo jede Munitionsart so eine eigene Kiste kriegt. Das müsste gehen, ja. Gut, aber erstmal würde ich sorgen, kümmern wir uns um die Felder, wenn wir verrottetes Fleisch haben. Ich werde mal kurz Lugi Lugi machen. Schon wieder vergessen. Dornit. Ah, gut, das wären nicht genug Felder, aber es wäre ein Anfang. Ein Anfang. Gut, aber dann machen wir heute erstmal Schluss. Haben ja einiges zu tun in den nächsten Folgen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis morgen.